let me say, I'm really looking forward to this. Und Ketantara, danke für deine Hilfe. Okay, nochmal willkommen alle miteinander. So, welcome everybody. Wir machen heute eine feine Reihe von Kriyas, die uns helfen wird, uns wirklich auszudehnen und weit zu werden und in dieser Weise loszulassen. Danach schauen wir nochmal an den Platz, der uns wirklich auf eine sehr klare Weise erlaubt, unseren Mind zu beobachten. So today we do a series of kriyas, which will like really help us to expand in some way beyond us to on a deep level let go of our subconscious patterns, and then we'll do a practice to really look into the workings of the mind or how you can have a first experience of establishing yourself in inner silence. Yeah, also. Wir lösen zum einen unterbewusste Muster und in der letzten Kriya, um das mal ein bisschen präziser zu sagen, geht es wirklich diesen Platz zu finden, der dir erlaubt, dein Mind zu beobachten, ohne dich zu involvieren. Und diese Kriya arbeitet über das Herzchakra, was in vielen Traditionen die eigentliche Position des Minds ist. And that practice will work through the heart chakra, which in many traditions actually considered as the place of the mind itself. Und zwar kommt das daher, oder wird es von daher so eingeordnet, weil der Herzschlag in gewisser Art und Weise in Verbindung gebracht wird mit den inneren Winden und die inneren Winde wiederum mit der Aktivität des Minds. Und von daher können wir über die Regulierung im Herzchakra den Mind stiller werden lassen. So basically, in many traditions, it's said that the movements of the mind are directly connected with the movements of the heart, because the heart movement is basically described as the movement of the inner winds. And once you can calm and settle the heart, you basically settle your mind. Von daher, ich freue mich, das mit dir zu teilen. I'm looking forward to share this. Und ich würde sagen, lass uns einfach heute absolut auf die Praxis fokussieren und miteinander eine Erfahrung teilen. I would say, let's just really tonight share the practice and in this way an experience und lass uns dieses gemeinsame Feld genießen.
an diesem wunderbaren Abend. And let's enjoy this field on this, let's say, kind of special evening, no? Erste Kriya, first Kriya, du bringst deine Daumen auf die kleinen Fingerhügel, you put your thumbs on the mounts of Mercury. Du machst Fäuste, you do fists. Dafür tue ich das mir runter, and I will put this down. Und dann machst du folgendes, du kommst in diese Startposition, you start like this. Und dann atmest du ein, bringst die Faust zurück und bewegst auch deinen Oberkörper. No? So you move your upper body back. Und dann kommst du nach vorne beim Ausatmen and you come to the front with the exhale. Dann hast du diese Bewegung des Oberkörpers. Und diese Bewegung ist wichtig, weil wir die Wirbelsäule öffnen wollen. And this movement is important, because we're going to open our spine. Okay, let's do it. Augen offen, eyes are open. Dann atme ein, inhale. Und bring die Hände zusammen, bring die hands together like this. Die linke Hand nach vorne, left hand pointing to the front. Fühl deine Wirbelsäule, feel your spine. Lass deinen Atem tief fließen and let your breath flow deeply. Fühl die Wirbelsäule, feel your spine. Und find einen Zug, bei dem du fühlst, dass er deine Wirbelsäule aktiviert. And find a pull, which makes you feel you are activating your spine. Und halte den Atem kurz und angenehm. Hold the breath comfortably. Atme lang aus. Exhale long. Und von der Wirbelsäule ausgehend, beginn dich auszudehnen und weiter zu werden.
And starting from the spine, start to expand yourself and become more and more vast. So wenn du deine Zellen immer mehr in den Energieteilchen verteilst und diese Energieteilchen sich ausdehnen lässt. Like you take your cells and you transform them into energy particles and then you start to expand. Entspannen und werde weit. Atme tief. Relax and become vast and breathe deep. Mit dieser Vorstellung, deinen Energiekörper weit werden zu lassen, verbinde das Gefühl, dass du dich heilst und neu öffnest. And with the sensation of expanding your energy field, allow the sensation of you're healing yourself and rebuilding yourself new. Leichter Zug, tiefer Atem, a gentle pull and a deep breath. Schau zur Nasenspitze, look to the tip of your nose. Meditiere auf das Gefühl, dich auszudehnen. Meditate on the sensation of expansion.
Dann atme tief ein in dein Deep. Bring die Hände über den Kopf, bring the hands over your head und klatsche and clap. Atme aus, exhale. Halte aus, hold out. Tiefer ein, deeply in. Und bring die Hände zum Brustkorb und trommel deinen Brustkorb. Beat your chest. Und atme aus, exhale. Und halt aus, hold it out. Und tiefer ein, deeply in. Zum Nabel. And beat your navel. Und atme aus, breathe out. Und halte aus, hold it out. Tiefer ein, deeply in. Die Mitte der Oberschenkel, the center of your thighs. Atme aus, exhale. Und halte aus, hold it out. Und atme ein, inhale. Bring die Hände aufs Herz, bring your hands onto your heart. Die rechte oben, the right on top. Und fühl dich selbst, feel yourself. Dann atme tiefer ein in dein Deep und press deinen Brustkorb, press your chest, streck deine Wirbelsäule, stretch your spine und atme aus, exhale. Tief, 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 tief ein, deeply, deeply in und noch einmal press and again, please press und streck and stretch. Und atme aus, exhale. Und noch einmal, one more time. Wirklich press dein Brustkorb, really press your chest. Und entspann, please relax. Und leg deine Hände in den Schoß, put your hands into your lap. Und sitz bequem, sit very comfortable. Und erlaub dir, dich zu fühlen. Allow yourself to really feel yourself. Und erlaube dir dann weit und offen zu lauschen. And allow yourself to listen into the vastness and very open. Ohne auf ein Geräusch oder irgendwelche Klänge zu fokussieren. Without putting any focus on certain sounds. Seid ihr nur gewahr, da sind Geräusche, die weit weg sind. Geräusche, die viel näher sind. Just be aware, there are sounds which are very far away. Some sounds are very close. Mit den Geräuschen bekommst du ein Gefühl für die weite Offenheit deines Bewusstseins. And with the help of the sounds, you get a sense of this vast openness of your consciousness.
Das heilige Wahr, die Geräusche, das Erkennen der Geräusche geschieht von alleine, ohne jegliche Mühe oder Aktivität. Und damit entspannen. Just be aware that the sounds and the recognition of the sounds is happening without any effort, all by itself. And with this, relax. Auch deinen Augäpfeln zu entspannen, ohne Fokus durch die geschlossenen Augen blickend. And allow your eyeballs to relax, gazing without any focus through your closed eyes. Du kennst bestimmt die Erfahrung, wenn ein Bass oder Musik läuft, dass es auch eine Resonanz in deinem Körper gibt, eine Schwingung, ein Gefühl, ein Empfinden. And I'm sure you know that sensation when there is like a bass or music. This, it gives like a sound reaction in your body, like a resonance in a sensitive way. Lausche jetzt deinen Empfindungen, als wenn sie der Widerhall eines Klangs wären, den du nicht hörst, aber fühlst. In this way, listen to your sensations, like you're listening to a sound, which you cannot hear, but feel. Und lass das geschehen, let this happen. Weit und offen, vast and open. Mühelos, without any effort. Ein Klang, den du nicht hörst, aber fühlst. A sound you don't hear, but feel. Erlaub dir, dich dieser Dimension zu öffnen. Allow yourself to open to that dimension. Und in dieser Offenheit verbleibend, maintaining in this openness, berühre Daumen und Zeigefinger, touch the thumb and the index finger, in dieser Position, in this position, und beginn zu kreisen and start circling. Und öffne dich noch mehr dieser weiten Offenheit and open even yourself even more to this vast openness. Entspann dein Körper and you relax your body. Du kreist, you circle. Ganz locker, very, in a very soft way. Beinahe nur von deinem Ellbogen ausgehend, almost only moving from your elbows. Es ist nicht anstrengend, it's not exhausting, no?
Zieh dich auf diese Weite. Relate to this vastness. Jetzt wähle einen Gedanken, eine Erinnerung, die dich stört oder die negativ ist. And now take a thought or a memory which bothers you or feels negative. Und sei dir sehr gewahr, wie sich das anfühlt. And be very aware how this feels. Und dann dehne dieses Gefühl immer mehr und immer mehr in die Weite aus. And then you expand the sensation. More and more into space. Und damit den Gedanken. And with that thought. Oder diese Erinnerung. Oder memory. Und lass dir Zeit. Take your time. Und dehne es so weit aus, bis es sich irgendwann auflöst. And you expand it until it dissolves. Und dann bleib ein bisschen in dieser Leere. Lass dir wirklich Zeit. Das kann durchaus ein paar Minuten dauern. And then you stay in that emptiness and take your time. All this process can take a few minutes. Und du spürst, dass es sich befreit hat, kannst du noch einen Gedanken wählen. And if you feel, when you feel you liberated it, then you can choose another one. Aber eile nicht, but do not rush. Lass dir Zeit, take your time. Das reinigt tief dein Unterbewusstsein, das deeply clears up your subconscious. Leg mehr Aufmerksamkeit auf das Physische, den physischen Ausdruck und lass den sich immer mehr ausbreiten.
pay more attention to the physical expression and let it really expand. Und leer werden and becoming empty. Das ist noch etwa eine Minute. Bleib wirklich jetzt bei dem letzten. You have 1 minute left. Really stay with the last one. Und auch wenn es leer geworden ist, lass das noch weitergehen. Even when it became empty, let it continue. Dann atme tief ein, in der Deep. Greif deine Hände, grab your hands like this. Und wirklich presse, now really press it. Press deine Muskeln with it, damit, press your muscles with it. Und Feuer aus, fire it out. Tief, 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 tief ein. Deeply, deeply, deeply in. Und press noch einmal und really press it.
Und atme aus, exhale. Und einmal tiefer ein, deeply inhale. Tiefer aus, deeply out. Und ein letztes Mal, last time. Und jetzt press wirklich, now really press. Und atme mehr ein, inhale more. Und mehr, more. Mehr, more. Last time, more. Und entspannen, relax. And feel and enjoy this. Und lausche and listen. Weit und offen, vast and open. Und gleichzeitig deinen Empfindungen wie der Widerhall oder die Resonanz eines Klangs, den du fühlst, aber nicht hörst. And in the same way, put attention to your sensations as a sound you feel, but you do not hear. Das unhörbare Mysterium deines Daseins, the unhearable mystery of your being. Man nennt es auch Adinat. It is called the Adinat. Jegliche sensitive Empfindung in dieser Weise. Be aware of any sensitive sensation in that way. Und lausche weit, listen wahr. Irgendwo in dir, sagen wir, Dissonanz wahrnimmst, dann sei dir dessen einfach nur gewahr in dieser weiten Offenheit und beobachte, wie in der Kraft der Stille dein Körper und Geist von alleine heilen. If you should sense any dissonance, just be aware of it, maintain being in this open stillness, recognizing our body and mind heal by themselves in this. Und sei dir gewahr, wir praktizieren ja alle miteinander. Just be aware, we are all practicing here together.
lausche und erlaube, listen and allow. Tiefes Geschenk der Heilung für dich und für alle anderen. Sitz mit dieser Perspektive. A deep gift for your healing and for the healing of all of us. To sit like that. Intention. Dann lockere dich, dann gently loosen yourself. Vielleicht möchtest du einmal ein bisschen deine Beine ausstrecken. Maybe you want to stretch your legs one more time. Wir haben noch eine Praxis. We have one more practice. Vielleicht sind wir ein paar Minuten länger beschäftigt, no? Maybe it will take us a few minutes more. Okay, die nächste Praxis kennst du vielleicht, aber sie ist wirklich unglaublich wichtig und hilfreich. No? Maybe the next practice you already know, but it's so important and so deeply healing. Okay, du berührst mit der rechten Hand Daumen und kleinen Finger. You touch the thumb and the pinky. Und schau mal, nicht so, sondern mit den Fingerbären. You know? Not like this, but with all the fingerberry. Und mit der rechten den Ringfinger, mit der linken, with the left, the ringfinger. Und du bringst das Mudra etwas weniger als schulterbreit. And you bring this Mudra to be a little less than shoulder wide. Und dann öffnest du leicht die Handgelenke. And then you gently loosen the wrists. Machst die Handflächen ein bisschen zu dir, and the palms slightly towards you. Anja, warte, wait, etwas von dir weg, slow, show, sorry, slightly away from you. Ja. Die Augen sind geschlossen, die eyes are closed. Und fühle diese Position, and really feel this position. Achte darauf, etwas weniger als schulterbreit. Be aware, it's a little less than shoulder wide. Rechte Hand, Daumen und kleiner Finger. Right hand, the thumb and the pinky. Left hand, the thumb and the ring. Die rechte Hand, Daumen und Ringfinger. Augen geschlossen, eyes are closed. Handflächen ganz klein wenig nach außen. And the palms a little bit, not too much. Nur ein bisschen, just a little bit, nicht zu sehr gedreht. Und wirklich fühl das Mudra. Please really feel this Mudra.
Fühl den Punkt deines dritten Auges. Notice that feeling, the point of your third eye. Das Mudra, das dritte Auge. The Mudra in the third eye. Und aus deinem dritten Auge lass einen Lichtstrahl in die Weite strahlen. And out of your third eye beam a light into the vastness. Das Mudra, der Strahl aus Licht. The Mudra in the beam of light. Und dann richte deine Aufmerksamkeit auf dein Herzchakra. And put your awareness to your heart chakra. In der Mitte des Brustkorbs, in der Nähe der Wirbelsäule, in the center of the spine, close to your, in the center of your chest, close to your spine. Und fühle und lausche deinem Atem dort. Feel and listen your breath there. Und erlaube das Gefühl, dass in deinem Herzchakra etwas kreist. And with the breath, allow the sensation that something is circling in your heart. Immer herum, always in that circle, moving and moving. Das sind sehr kleine kreisende Bewegungen, a very small circling movement. Und damit verbinde mental den Klang Omka, Omka, Omka. Unka, mental, do this mentally. Und damit kreis und kreis. And with this you circle and circle. Das Mudra, der Lichtstrahl, das Kreisen von Unka im Herzchakra. So you have your Mudra. You have your beam of light. And the circling of Unka in your heart chakra.
Dann atme tiefer ein in der Deep. Atme tiefer aus, exhale deep. Und tiefer ein, deeply in. Und entspannen, please relax. Und für einen Moment ruhe noch einmal in dieser Präsenz von Stille. One more time now, rest in this presence of silence. Sei dir der Geräusche und deine Empfindung als Resonanz des unhörbaren Klangs gewahr. Be aware of the sounds and your sensations as the resound of the unhearable. Aber diesmal fokussiere deine Aufmerksamkeit mehr auf die Stille, in der die Geräusche und Empfindungen auftauchen. Now listen more or listen more to the silence, the stillness, in which the sounds and sensations appear. Und entspannen and relax. Genieß die Transformation, die in dieser Stunde passieren konnte. And enjoy the transformation which could happen in this hour with each other. Vielleicht magst du heute Abend nach dieser Meditation ein Teelicht oder eine kleine Kerze in das Fenster stellen und allen fühlenden Wesen dieses Licht anbieten oder darbringen. Maybe tonight you like to put a little candle or tea light into your window and offer light for all sentient beings. Damit bring deine Hände zusammen, wenn du möchtest, bring your hands together. So. Wundervoll. Vielen Dank. Thank you so much. Ein paar von euch sehe ich morgen früh, ne? More few of you I see tomorrow morning. Wir haben aber auch noch am ersten und zweiten Weihnachtstag von 7 bis 8 Uhr morgen immer eine offene, kostenlose Meditation. Einfach um uns auf diese Tage zubereiten. Bist du gerne herzlich dazu eingeladen, da besinnlich miteinander zu sein. So, on the first and second Christmas Day, on the 25th and 26th, we have an open free meditation for everybody to join, always from 7 to 8, to get a nice free, let's say, still start into the day. Manchmal sehr viel los, no? Sometimes that can be a troublesome day. Und ja, gleichzeitig
Kann ich dich noch einladen, wenn du gerne live mit uns meditieren möchtest und das neue Jahr mit einer kraftvollen Meditation zur Reinigung für deine Projektion zu starten, dann sehen wir uns vielleicht im Sommer im Neujahrsretreat. So, and if you want to start the new year in a group and like to meditate with each other, then we invite you to the New Year's Retreat. Und auch aus dem Neujahrsretreat gibt es das Sadhana wieder live. No? And also from the New Year's Retreat, there will be a live Sadhana. Das heißt, viel Gelegenheit in den nächsten Tagen miteinander zu praktizieren. There will be a lot of chances to practice and meditate with each other in the next days. Okay. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr berührt hier, dass ihr alle da wart. Thank you very much. I'm really touched that all of you came and showed up. In dem Sinne, habt einen fantastischen Abend, have a fantastic evening. Genießt noch diese Stille, just enjoy the stillness. Ja. In der längsten Nacht des Jahres, no? In the longest night of the year. Bis dahin.